Janáček's Musik ist sehr kleinteilig erstmal strukturiert. Es sind sehr viele rhythmische Strukturen, die aufeinander sind, die aber extrem wichtig sind. Die Schwierigkeit ist dabei nur, dass man diese am Ende, wenn die Rhythmik wirklich präzise und akkurat gespielt wird, das dann zurückführen muss in einen Ausdruck. Also es darf nicht zu perkussiv werden und nur anhand der rhythmischen Struktur, sondern dieser Rhythmus muss irgendwann wieder so natürlich werden, dass es eben diese Expressivität, diese unfassbare Expressivität, die da drin liegt, dann wiedergeben kann. Wenn man allerdings nur zu viel Wert von Anfang an auf diesen Ausdruck legt, dann wird die rhythmische Struktur zu schwammig und wird eben unklar. Und dann wird die Musik sehr wolkig und auch nicht transparent. Und das ist die Schwierigkeit, natürlich zu erreichen.